Hi, willkommen bei einer neuen Folge von Philipp Do-It-Yourself Mountainbike Werkstatt. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Shimano Deore XT Bremshebel komplett auseinanderlegt und wieder zusammenbaut. Demonstrieren tue ich das Ganze am Modell BLM 8000. Das ist die aktuelle Serie. Wenn ihr eine ältere Serie habt, auch kein Problem, weil das Auseinanderlegen und Zusammenbauen funktioniert auf dieselbe Art und Weise. Gut, woran merkt ihr denn überhaupt, dass ihr euren Bremshebel mal wieder auseinandernehmen müsst und vielleicht mal reinigen müsst? Es gibt im Prinzip zwei Punkte, woran ihr das merken könnt. Erster Punkt ist, ihr zieht die Bremse, ja, und der Bremshebel lässt sich nur sehr schwer anziehen oder er bleibt sogar unterwegs an so einer Art gefühlten Kante hängen. Ist allerdings eher sehr selten der Fall, weil meistens die Zugkraft von eurem Finger so stark ist, dass ihr da einfach das drüber zieht. Was wesentlich öfters vorkommt ist, ihr lasst dann den Hebel wieder los nach dem Bremsvorgang und er springt nicht vollständig in die Ausgangsposition zurück. Würde dann halt im Endeffekt so aussehen, obwohl er noch so einen Restweg hätte. Bevor ihr mit der Demontage von dem ganzen Bremshebel anfangt, passt wirklich auf, dass hier keine Bremsflüssigkeit mehr im Bremshebel ist, also hier oben in dem Druckzylinder, weil sonst gibt es nämlich eine Riesensauerei, wenn wir das gleich auseinanderbauen. Also da bitte sorgfältig sein und einfach die Sachen abwischen. Was die Demontage von dem ganzen Hebel angeht, haben die Shimano-Ingenieure wirklich super mitgedacht. Man glaubt es kaum, weil man muss nur eine einzige Schraube lösen, die allerdings super versteckt ist. Und zwar verbirgt sich hier an dem Hebel, und zwar hier auf der Seite, und versteckt sich auch noch hinter so einer Gummiabdeckung. Das heißt, wenn man nicht weiß, dass da eine Schraube ist und dass das auch noch die entscheidende Schraube ist, dann wird man da wahrscheinlich Probleme haben. Diese Gummiabdichtung, die geht ein bisschen schwer raus. Das macht ihr am besten mit einer Nadel. Ich probiere das mal. Ich hoffe, man erkennt es dann auch auf dem Video. Einfach hier reingehen und das Ganze so raushebeln. So. Und aufpassen, dass ihr die Abdichtung nicht verliert, weil die ist sehr klein. Und dann braucht ihr im Endeffekt nur einen Zweier Innensechskant und da geht ihr hier rein. Und ihr seht, da löst sich dann so eine Madenschraube und auch die legt ihr einfach hier ab. Wozu war jetzt die Madenschraube gut? Die hat im Endeffekt den Bolzen. Hier seht ihr die Oberseite vom Bolzen. Ich drehe mal um. Hier die Unterseite. Und zwar der Bolzen hält den eigentlichen Bremshebel hier am restlichen Gehäuse fest. Und im nächsten Schritt drücken wir jetzt einfach diesen Bolzen raus, weil dann können wir den kompletten Bremshebel rausnehmen. Bevor ihr den Bolzen rausdrückt, achtet darauf, dass die Madenschraube hier drin ist, weil wenn die draußen ist, dann behindert die den Bolzen beim Rausdrücken. Ja, dann schiebt die sich das so davor und ihr kriegt den Bolzen nicht raus. Also hier ist er schon drin. Einfach umdrehen. Hier mit einem Stift oder Inbus ansetzen. Einfach hier reingehen und kräftig drücken. So. Ein Hinweis noch, bevor ihr den Hebel rausnehmt, hier unten ist eine kleine Feder drin. Also ihr seht hier so das letzte Stückchen davon. Die ist relativ locker drin, nicht, dass die verloren geht, also passt da ein bisschen auf. So. Die Feder steckt übrigens hier so zwischendrin, also zwischen dem Außengehäuse und dem eigentlichen Bremshebel. Ich zeige das deswegen, weil mir ist die schon 20 Mal rausgefallen. Also das ist durchaus etwas nervenaufreibend, ist aber kein Problem, die da reinzustecken. Deswegen filme ich es jetzt nochmal, dass ihr das dann, wenn euch das auch passiert, die einfach an der richtigen Stelle wieder einbringt. Ja? Danach müssen wir den Stroke rausdrehen. Das ist hier die Kreuzschlitzschraube, die kleine. Die müssen wir relativ weit rausdrehen, aber nicht vollständig, aber ein gutes Stück. Hat damit zu tun, ich versuche das hier mal zu zeigen, die hält so ein Plastikteil gegen und dieses Plastikteil müssen wir gleich rausnehmen und wenn der Stroke drinnen ist, dann lässt sich dieses Plastikteil nicht lösen. Also insofern drehe ich den mal relativ weit raus. So,
Gut, dann sind wir schon auf der Zielgeraden. Nämlich als nächster Schritt wollen wir hier diesen Druckgeber entnehmen. Da brauchen wir eine Zange. Und um hier nichts zu verkratzen, halte ich das immer für eine gute Idee, einfach ein Stück Gummi drüber zu legen über das Teil, ja, damit es da keine Schäden von der Metallzange gibt. Ich demonstriere das mal, damit man es besser sieht, was ich gleich mache, weil das wird jetzt wahrscheinlich verdeckt sein. Und zwar gehe ich gleich hier ran an dieses Teil und kippe das einfach um 90 Grad nach vorne. So, weil das Ganze ist hier nur so reingeklemmt und dann kann ich das im Prinzip hier einfach sauber rausnehmen. Und dann ist man schon relativ weit, weil hier ist dann im Prinzip schon der Zylinder, der eigentliche drin, und an den wollen wir heran, weil der muss wirklich gesäubert werden und gereinigt werden. Danach müsst ihr die beiden Plastikverkleidungen lösen, die obere und die untere hier. Die obere geht relativ leicht raus. Die kann man hier am besten einfach von diesem oberen Loch so rausdrücken. Nehmen wir vielleicht ein Hilfsmittel dazu. So, ist schon draußen. Die untere geht ein bisschen schwerer, die ist stärker fixiert. Da nehmt ihr am besten einen schmalen Schraubenzieher, so einen Elektroschraubenzieher, und fangt hier hinten an. Das könnt ihr hier auch erstmal hier hinten rausdrücken. Dann habt ihr hier schon mal eine Möglichkeit, hier drunter zu gehen, und dann hebelt ihr das einfach so raus. Hier ist so ein Gegenhalter für einen Bremszylinder noch dran. So, und jetzt kommt uns hier schon der Bremszylinder entgegen. Das ist sehr gut, weil an den wollen wir ja ran, den wollen wir ja reinigen und schmieren. Zur Entnahme nehmt einfach wieder den Stück Gummihandschuh, einfach, dass das Material geschont wird, weil hier darf wirklich überhaupt kein Kratzer reinkommen, sonst läuft der danach nicht mehr sauber. So, ihr seht Bremszylinder mit der Feder, die dran hängt. Hier das ganze Gehäuse, na gut, sieht man gerade ein bisschen schlecht. Aber jetzt im Endeffekt würde als nächster Schritt kommen, ihr müsstet das Gehäuse komplett reinigen. Hier den Bremszylinder komplett sauber reinigen, vielleicht ein bisschen mit Kugellagerfett etc. einschmieren. Aber wie gesagt, nur wirklich homöopathisch, da ist wirklich weniger mehr. Und das Ganze wieder in der gleichen Reihenfolge zurückbauen. Der schwerste Teil kommt gleich am Anfang, nämlich diese untere Verkleidung aus Plastik da wieder reinzukriegen. Da müsst ihr ziemlich sicher erst einmal den Bremskolben ein Stück reindrücken. Hier in der Mitte, da ist so eine kleine Aushöhlung. Da könnt ihr auch ohne Probleme reingehen mit dem Inbus oder ähnliches und den so zurückdrücken.
Also dieses untere Plastikstück, da kann ich nur empfehlen, lasst euch gegebenenfalls von jemandem helfen, weil das ist nämlich wirklich eine Pain, das reinzukriegen. Vor allen Dingen dieser kleine Rückhalter hier, der springt immer wieder raus. Also kein falscher Stolz, holt euch Hilfe von jemandem. Ich habe da gerade wirklich gekämpft, nur dass ihr vorgewarnt seid. Jetzt kommt das obere Stück, das geht wesentlich einfacher. Danach einfach wieder den Bremskolben eindrehen. Das geht relativ einfach. So. Dann müsst ihr wieder den Stroke eindrehen, damit ihr im Anschluss dann den großen Bolzen einsetzen könnt für den Bremshebel. Hier ist nochmal der Bremshebel mit der Feder. Da passt wirklich auf, dass die sauber drin sitzt und dass die einzelnen Teile so übereinander liegen, dass der Durchgang wirklich schön übereinander liegt. Dann das Ganze vorsichtig einsetzen, dass nichts verrutscht. Dann den Bolzen einsetzen. Der lässt sich relativ einfach eindrücken, wenn die Teile sauber übereinander liegen. Kann man auch einfach gut mit dem Finger machen. So. Und dann müsst ihr vielleicht das letzte Stückchen einfach nochmal vorsichtig nachdrücken, einfach mit einem Kunststoffteil, mit dem Griff jetzt zum Beispiel, dass der sich noch den letzten Millimeter reinschiebt und da sauber drin sitzt in der unteren Kunststofffassung. Genau, und dann geht es wieder an die Madenschraube, die den Bolzen fixiert. Einfach einsetzen, vorsichtig reinschrauben. Und dann leicht handfest festdrehen, aber nicht zu sehr, nicht, dass die Schraube hohl dreht, das wäre äußerst ungünstig. Genau, und dann, last but not least, wird dann noch die kleine Gummikappe aufgesetzt, die Abdichtung. Einfach wieder vorsichtig einfädeln und ein bisschen gleichmäßig aufdrücken mit dem Innensechskant oder mit einem Stift, den ihr zur Hand habt, dass die einfach gleichmäßig drauf sitzt, dass dann nichts an die Madenschraube rankommt. So, und wir haben es geschafft. Hebel ist komplett. Wir machen mal den Test. Funktioniert ohne Probleme. Schnalzt auch wieder schön zurück. Keine Kanten zu spüren oder ähnliches. Super. So, ich hoffe, das Video hat gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe vor allen Dingen, dass ihr euren auseinandergelegten Bremshebel auch wieder zusammengebastelt bekommen habt, weil ich gebe ja zu, das Zusammenbasteln ist ein Stück weit trickier als das Auseinanderlegen. Nichtsdestotrotz, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like geben könntet für das Video oder wenn ich euch sogar als Abonnenten gewinnen könnte. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Biken und freue mich aufs nächste Mal. Ciao!